Hallo. Dieses Video wird absichtlich 90 Grad gedreht aufgenommen, damit du es auf deinem Smartphone im Hochformat anschauen kannst. Kennst doch das Sprichwort, ne, mit dem Stein und dem Glashaus. Ey, deine Brillengläser sind so fett, daraus könnte man eine ganze Kleinstadt nachbauen. Ach, was rede ich da? Deine Brillengläser sind so fett, die kann man aus dem Weltall noch orten. Ach, was red ich denn da? Deine Brillengläser sind so fett, wenn man die einschmilzt, könnte man ganz Beirut mit neuen Fenstern versorgen. Wow. Junge, sammle Köpfe als Trophäen und hab an der Wand noch einen Platz frei. Was ist das? Was ist das? Was soll dieses Rumgeklatsche? Wow, du hast eine Line gebracht mit irgendeinem aktuellen sozialen Bezug, aber okay, an sich schon ein bisschen Props dafür, so Social Awareness auf diesen Vorfall, auf dieses Ereignis zu lenken, dass im Libanon es diese Explosion gab vor ein paar Wochen, aber hat es viel in dem Battle zu suchen? Oder kommt es ernst gemeint rüber? Dahingehend, dass das was damit zu tun hat, wie doof aus seiner Sicht sein Gegner aussehen würde, aufgrund dessen, dass der Gegner halt diese großen, vermeintlich sehr großen Brillengläser hat. Ich mach mal den Effekt wieder weg, weil der ist ein bisschen komisch, ein bisschen zu psycho. Schauen wir weiter. Und jedes Mal, wenn du deinen Erzeuger Papa nennst, fühlt sich das für ihn an wie eine Punchline. Der ist nice. Ja. Erste Runde, Josef Stolz, Leute! Yo, Stanley, halt deine Schnauze! Ich würde dir glauben, dass du hart bist, aber dafür passt deine Kette viel zu gut zur Plauze. Außerdem, klar. Alter, du bist der Drogendealer, ich bin der Nerd, voll am Flexen. Du rappst so schwarz-weiß, Bro, du könntest gleich bei der Hochzeit rappen. Ist doch, du sagst was über meine Schwester? Okay, dann weiß ich, dass es klar ist. Ich habe zufällig herausgefunden, dass Dila und Caranova heute bei dir pennen. Ich hoffe, dass für euch drei harte Jungs das Bett nicht zu schmal ist. Hey, und wenn... Oh. Leute feiern sowas dann als Freestyle-Konter. Hey, mach dein Ding und so. Ich will ja gar nicht rumhaten aus der bequemen Position des Unbeteiligten heraus. Es wäre auch bereit, mich mal wieder in den Ring zu werfen, aber dass du dann, um den Freestyle-Konto einzuleiten, weil du schon weißt, du willst am Ende irgendwas sagen mit, dass das Bett nicht zu schmal ist, am Anfang sagst, ja, du redest über meine Schwester, ich weiß, dass das klar ist und dann schmal ist. Einfach schlecht. Sorry. Sorry, Leute. Nicht mit mir. Nicht auf diese Art und Weise. Das ist mir einfach ein bisschen zu billig. Und ich will nicht, dass das Video wieder 30 Minuten lang wird. Weil ich will unbedingt, dass Sisyphos es schaut, ohne dass er psychische Probleme dabei bekommt. Bis dann.